So, schönen guten Morgen, herzlich willkommen zum Börsenbuffet. Ich bin wieder da, nachdem ich gestern ausgefallen war, gibt es heute wieder eine ganze Stunde Kommentierung. Wir gehen 85 Punkte nach unten, sind abgeprallt an einer Marke, die ich heute Morgen vorgestellt habe, die jetzt auch entscheidend und wichtig sein wird für den weiteren Verlauf, denn die 12.904-Punkte-Marke, die wir da jetzt getestet haben, da sind wir jetzt wieder drunter gefallen. Man sieht dann auch hier 7.30 Uhr bis 8.07 Uhr ungefähr sind wir von unten an diese Marke drangegangen. Ja, was ist das für eine Marke? Sie ist eben im 4-Stunden-Kerzenchart. Ist das die relevante für den Entscheid oder für die Entscheidung relevante Marke, ob wir im 4-Stunden-Kerzenchart hier ein aktives 1, 2, 3 Top haben? Und für den Moment haben wir ein aktives 1, 2, 3 Top. Wir sind nicht über die 12.904 Punkte Marke drüber gekommen und haben damit eben auch dieses Top nicht in Frage gestellt, sondern das ist weiterhin intakt und wir prallen jetzt an diesem Widerstand nach unten ab. Auf Stundenbasis gehen wir auch aus der vorbörslichen Spanne raus. Haben bereits eine Signallinie unterschritten, also kann ich in den 10-Sekunden-Chart umschalten, um zu gucken, kommt jetzt hier am vorbörslichen Tief zum Beispiel ein 1, 2, 3 Top in den Markt, um dann eben einen Trendfilter zu haben für eine mögliche Trendaufbau nach unten. Im SPX ganz gut zu sehen, die Tatsache, dass wir hier auch ein 1, 2, 3 Top haben. Wir sind hier nach unten fast an die 61,8er Fibo-Extension 3201 drangelaufen und sehen dort jetzt eben eine Gegenbewegung an diese 3349. Das ist das Impulsende vom 4. September, das wir bisher auch nicht so richtig klar als Widerstand gehabt haben, sodass eben jetzt auch dieser Rücklauf und die Tatsache, dass wir über der 3349 sind, so ein bisschen mit Vorbehalt zu sehen ist. Eigentlich, wenn diese Marke wirklich punktgenau beachtet werden würde, müsste man sagen, okay, jetzt wird dieses 1, 2, 3 Top in Frage gestellt, da es aber ein bisschen unscharf bisher auch gelaufen ist und getestet wurde, ist das dann Fragezeichen dahinter zu machen. Dennoch hier die 3349, wir sind drüber. Sollte es jetzt zu einem Rücklauf kommen, wäre es interessant zu sehen, ob dann da eben bei einem Rücklauf eine 1, 2, 3 ein 1, 2, 3 Tief kommen wird. Ein Hinweis, da jetzt viele Fragen kommen zum Goldpreis, da habe ich gerade eine Analyse veröffentlicht in den Marktanalysen. Wenn ihr über Insights da einfach draufklickt, dann könnt ihr auf die Marktanalysen klicken. Goldpreis 2020 ist die Rallye vorbei, heißt die, und da habt ihr alle Chartmarken und habt auch die relevanten marktbewegenden Themen. Und hier unter Marktanalysen auf cmcmarkets.de bekommt ihr noch weitere Auswertungen zu Siemens Energy zum Beispiel, zu Uber, zu Nel und so weiter. Also will ich jetzt auf Gold nicht näher eingehen, weil da eine Analyse eben auf den Marktanalysen bei uns ist. Und wir haben jetzt ein 1, 2, 3 Top im 10-Sekunden-Chart. Bedeutet, die Validierungslinie liegt bei 12.818. Die 12.818 ist jetzt gleichzeitig eben auch genau die Marke, die möglichst nicht mehr überschritten werden sollte, um hier eben einen intakten Abwärtstrend dann auch zu halten. Sollten wir über die 8.1821 gehen, wäre das ein möglicher Hinweis auf eine bevorstehende Seitwärtsbewegung. Aber der Trendfilter hat relativ schnell angeschlagen. Es ist erst 9.06 Uhr und wir haben die vorbörsliche Spanne nachhaltig unterschritten. Haben wir im Rücklauf jetzt dieses 1, 2, 3 Top ausgebildet. Erst 6 Minuten vergangen seither und wir haben bereits eine intakte Bewegung. 1,9% geht es bei Lufthansa nach unten. Da haben wir eine Gegenbewegung bekommen, nachdem wir hier ein tieferes Tief erreichten. Im Stunden- und 4-Stunden- und auch Tageschart ist da bisher kein Boden entstanden. Es geht ja hier um dieses Tief. Bei 7,02.
Da kann man jetzt mal anschauen oder sich anschauen. Ja, nachdem hier, wenn man sich das anschaut, ja, es ist halt kein richtiger Boden, nicht richtig. Ein Aufwärtsimpuls ist nicht zu sehen. Aber dennoch die 702 kann man sich hier trotzdem anschauen, wenn man sich für die Lufthansa interessiert. BioNTech, ebenfalls wenn wir uns die heute auch noch mal näher anschauen in den Marktanalysen bei uns auf der Webseite. BioNTech hat hier im Stundenkerzenchart ein 1-2-3 ausgebildet. Ich gebe dir mal eine andere Farbe in Pink. Und dieses 1-2-3 ja, trägt jetzt dieses Kursgeschehen, wobei die 2,618-Extension bei 67,92 ein wenig deckelnd wirkt. Wir sehen, dass der SPX sehr fällt wie ein Stein an diesen Support bei der 3,349,20. Der ist direkt voraus. Sollte der Germany 30 jetzt die 2,618 unterschreiten, könnten wir bis 12,765 sinken. Wohl wissentlich, dass jetzt der SPX am Support ist. Das bitte im Blick behalten. Bei BioNTech jedenfalls über 58,15 ein aktives 1,2,3. Die Extension hier nach oben würde bedeuten 73,97 und 79,85 wären möglich. Und das wäre dann aus dem Tageschart in der Nähe von der 80,52, wo eben am Anfang August hier bei BioNTech ein 1,2,3 Top entstanden ist. Ja, dann der Bitcoin ebenfalls nach wie vor interessant, aber in der kritischen Situation, denn die 10.550, da ist die ganz große Frage, ob diese Marke gehalten werden kann. Das ist hier der Wochenkerzenchart. Man sieht ja, seit vielen Wochen geht es eben darum, die 10.55 zu halten. Bisher konnte sie gehalten werden, womit ein 1-2-3 eine Reaktivierung von einem Top vermieden werden könnte und es zu einem bullischen Druckaufbau kommen könnte. Germany 30 gerade mit einem tieferen Tief. Der SPX jetzt genau an der 3,349. 4,236er im Germany 30 bei 12,765 würde eine volle Impulsauffächerung bedeuten. Dort kann es dann auch wieder, ich bin immer noch im 10-Sekunden-Chart, lasst euch da bitte nicht verwirren, kann an der Stelle eben dazu führen, dass wir da erstmal eine Gegenbewegung sehen. Ich schalte jetzt auch mal um in den 1-Minuten-Chart. Im SPX. Hier sehen zu können, ob an der Stelle hier in 1-2-3 ein Boden, eine Trendwendeformation entsteht oder nicht. Kann auch sein, dass sie nicht entsteht. Es ist ja doch einiges an den letzten Handelstagen seit Donnerstag, Freitag und jetzt gestern an Kursgewinnen entstanden, wo wir eben jetzt auch Gewinnmitnahmen sehen könnten. Könnten heißt nicht unbedingt muss, aber gut, Bitcoin auf jeden Fall hier unten rechts, die 10,55, kann sie gehalten werden, ja oder nein? Für den Moment ist hier beim Bitcoin in diesem Rücklauf ein 1-2-3 Tief entstanden, das so lange intakt ist, wie wir über 10.201 bleiben. Also durchaus konstruktiv die ganze Geschichte. Was die Volatilität angeht, interessantes Chartbild hier unten rechts. Der Vola-Index Oktober 2020 Forward CFD ist bei der 30,82 $ an dem Punkt 1 gebremst. Man sieht jetzt hier diese vielen, vielen Stunden, mehrere Tage
wurde dieser Punkt 1 gekauft, sodass für den Moment die Bodenbildung in der Volatilität bestätigt ist und es durchaus jetzt zu Volatilitätsspitzen nach oben kommen könnte. Im NDAQ, das ist auch eine Frage im YouTube-Chat von Norbert gewesen. Also Abwärtsimpuls im NDAQ von 12.466 bis 11.140. Und da ist auch wieder diese Unschärfe an dieser 11.140, die ist eigentlich der neuralgische Punkt nach unten, an dem ein 1, 2, 3 Top entstehen würde. Allerdings tanzen wir so um diese Marke hin und her, sodass da eine gewisse Unschärfe auch besteht. Für den Moment sind wir wieder drüber. Also eigentlich müsste man sagen, diese Top-Bildung wird hinterfragt, ist aber auch noch nicht ganz aus dem Rennen, weil hier eben diese Unschärfe besteht. Also das ist ein bisschen die Problematik, die dann eben auch dazu führt, zu der Überschrift, die ich heute Morgen auch gewählt habe, ist der gestrige Anstieg eine Falle im DAX, im Germany 30? Wie komme ich denn da drauf? Und da ist auch eine Frage jetzt aus dem YouTube-Chat von Philipp, wer stellt denn im DAX Fallen auf? Wer kommt denn da drauf? Und wer kann denn das machen? Das ist bestimmt keine einzelne Person. Aber was hat mich dazu bewogen, diese Überschrift zu wählen? Ich würde es nochmal einfach erklären. War auch eine Frage, warum ist denn der DAX heute so schwach, wo er doch gestern so stark war? Aber woher kommt denn das? Und da ist meine Antwort, es ist der Kontext wichtig. Wie ist das Chartbild und was ist charttechnisch passiert? Und da ist es eben so, dass jetzt wir ein 1, 2, 3 Top haben. Im Übrigen, wenn ihr auf 1, 2, 3 und CMC bei Google eingibt, dann kommt ihr zu dem Link, den ich jetzt eben auch in den YouTube-Chat reinstelle. Könnt ihr euch also diese Grundlagen anschauen unter diesem Link zu den 1, 2, 3 Trendwende-Mustern. Und das ist ein Musterbeispiel für einen bärischen Rücklauf an eine Trendwende-Formation. Die 12.904 ist die Marke, an dem dieses 1, 2, 3 Top entstanden ist, diese Trendwende-Formation aktiviert wurde. Und der Rücklauf, auch wenn er gestern stark aussah, endet fast punktgenau auch mit einem Fehlausbruch und einer Umkehrkerze an der 12.904. Also diese Kerze hier von 5 bis 9 Uhr ist eine Umkehrkerze, die war erst da blau und positiv, ging hoch bis 12.948 und schloss ja unterhalb von drei Vorgängerkerzen. Also das ganze Kursgeschehen, die Kursgewinne seit gestern 17 Uhr, wurde mit dieser einen Kerze, dieser Umkehrkerze vernichtet. Insofern die 12.904 für den Moment bestätigt und es droht ein Rückgang, auch wenn das nicht garantiert ist. Der Markt kann auch jetzt jederzeit drehen, aber es droht damit ein möglicher Rückgang Richtung 12.559 nochmal. Und daraus könnte auch mehr werden. Außer wir drehen eben und gehen eben über die 12.904. Erst dann wäre im großen Bild dieser Rums, den es Anfang September gegeben hat, in Frage zu stellen. Ja, das hier meine ich mit Rums von 13.462 bis 12.904 ging es Anfang September runter. Und jetzt stellt sich halt die Frage, ist hier mit dieser Trendwende-Formation etwas entstanden, was uns eben noch viel tiefere Kurse bringen könnte? Für den Moment muss man sagen, ja, 1, 2, 3 Top ist bestätigt. Insofern droht diese Gefahr, außer wir gehen über 12.904.
der SPX noch mal tiefer gegangen. 3349, jetzt mal gucken, ob das ein Widerstand wird an der Stelle. Diese Unschärfe sieht man auch bei Apple. Da ist auch alles offen bisher. Wir haben zwar ein 1, 2, 3 Top eigentlich aktiviert am 18. und 23. September. Es kam dann aber am Folgetag und dann an den zwei Folgetagen, wenn man sich Freitag und Montag anschaut, zu einem Rebreak, also ein erneutes Zurückschnappen nach oben über die 110,98 $, über diese Marke, an dem das 1, 2, 3 Top entstanden war. Die gestrige Kerze ist nun nicht unbedingt sehr aussagekräftig, weil es dann doch so eine ja, Doji-Kerze ist, Eröffnungs- auf dem Schlusskurs in der Nähe von einem Tageshoch, und täglich gab es dann eben einen gewissen Rücksetzer. Wir hätten jetzt, wenn man sich das Hoch vom 22. September anschaut, auch ein 1, 2, 3 Tief gebildet, wenn wir jetzt die 112,83 $ halten. Jetzt sind die US-Vorgaben negativ. Da ist die Frage, ob auch Apple über dieser Marke bleibt. Also ist alles so ein bisschen wischiwaschi. Es kann eben dazu kommen, dass wir ein Top bekommen. Es kann auch sein, dass es immer noch abwehren. Im Germany 30 ist die Erkenntnis jetzt des heutigen Handelstages und auch des gestrigen Anstieges, ist die Erkenntnis, dass das 1, 2, 3 Top im 4-Stunden-Chart intakt ist. Also dieses Mal ist der Germany 30 der Index, der genauer läuft als die US-Indizes, was eigentlich oft in der Vergangenheit genau umgekehrt ist, dass eben die US-Vorgaben und die US-Indizes sauberer laufen als der Germany 30 tut. Dieses Mal ist der Musterknabe der Germany 30 und nicht umgekehrt. Klaus Thaler fragt nach SLM Solutions oder merkt an, dass die sehr interessant wären. Dann schauen wir uns die doch mal an. SLM Solutions plus 15%. Da wurde mal eine Bodenbildung versucht, Februar 2020, bärischer Druckaufbau inklusive tieferer Tiefs. Aber so richtig merklich tiefere Tiefs kamen da nicht. Im März dann auch bei SLM eine Wende, die es da gegeben hat. 6,45 €. Das ist eine Trendwendeformation, entstanden die 1,61 8er Fibo-Extension nach oben. 9,11 € wird gerade getestet, einen überschreitenden 9,11 €, was zuletzt im Mai 2020 nicht klappte, könnte uns bringen zu 10,76 nach oben. SPX bisher ohne Bodenbildung, hat gerade ein tieferes Tief gemacht. Jetzt versuchen sie da, das tiefere Tief abzulehnen und nochmal die 3,349 zu testen. Aber für den Moment bleiben wir dann doch drunter. Klaus Boschert fragt nach dem US-30. Im US-30, ich stelle den auch ins Chartforum. Und ich schreibe da rein: aktives und intaktes 1, 2, 3 Top unter 27.661. Und genau das ist es auch. Also insofern ist das, was wir hier sehen, einfach auch
wie im Germany 30 ein bloßer Rücklauf an den Punkt 1, an dem das Top Anfang September entstanden war. Alles unter 27.661 könnte hier ja als intaktes 1, 2, 3 Top verstanden werden. Und es könnte zu einem erneuten Rücksetzer kommen auf 27.139, 26.711 und bei einem Tageskerzenschlusskurs unter der 26.711 sieht man eben die tieferen FIBO-Levels. Den Chart habe ich auch, die Chartanalyse ins Chartforum gestellt. Wenn ihr weitere Chartanalysen haben wollt, die ich im Chartforum teilen soll, dann sagt mir bitte Bescheid. Hier unter Insights und Chartforum seht ihr eben alle Chartanalysen, so eben auch den US30, den ich gerade reingestellt habe. Vielen Dank da an alle, die dort auch ihre Charts teilen. Das sind andere Trader von CMC Markets, die dort auch im Chartforum ihre Charts und Chartanalysen teilen. SLM Solutions jetzt schon 17,7% im Plus. Ich schaue mir hier verschiedene Aktien an, ob mir hier etwas auffällt, was interessant ist und was irgendwie ein bisschen von den Aussagen auch nochmal abweicht, von denen, die es gegeben hat. Tesla, $364,86 haben wir ein 1, 2, 3 tief im Stundenkerzenchart, unter 470, 67 ist das 1, 2, 3 top intakt, das ist so, die sind so ein bisschen neutral geparkt. Jetzt sind wir an der 1,61, 8er gestern gewesen, 4,21, 26. Amazon auch wieder ein Rebreak über den Punkt 1. Müsste aber alles nochmal im Rücklauf bestätigt werden. Das gilt ein bisschen auch für den Nasdaq, also NDAQ. Wenn wir jetzt eine schwächere Börsenphase sehen oder nochmal einen schwächeren Tag, wäre es halt sauber, wenn es so laufen würde, dass wir eben die 11,140 als Support bestätigen. Der SPX nach wie vor, also es ist eine gewisse Eindeckung, die wir jetzt hier sehen. Aber das ist hier noch kein 1, 2, 3 Tief, das entstanden ist im SPX. Der Germany 30 geht über die 12,808,17 und ist dann quasi wieder an der Signallinie bzw. knapp drüber. Das ist auch so ein bisschen so, deutet auf einen Short Squeeze hin. Jetzt gucken wir mal, ob die 808 als Unterstützung gehalten werden kann. Über 818,21, wie gesagt, ist die Validierungslinie, wäre Trendbewegung abwärts erstmal in Frage zu stellen. Wir sehen, dass wir eine volle Impulsauffächerung jetzt nach unten gesehen haben. Da ist so eine Reversal-Kerze entstanden. Das sind 10 Sekunden Charts. Ja, das muss man mit Vorsicht genießen, aber dieses Niveau wurde auf jeden Fall gekauft. Und jetzt sehen wir eben wieder einen Rücklauf. Im SPX kann jetzt bei einem Rücklauf und einem Unvermögen, ein tieferes Tief auszubilden, eine 2 entstehen und dann eine 3. Dann würde das besser aussehen für den Moment. Sind es einfach viele blaue Kerzen vom Tief kommen, das ist lediglich ein Impuls 1, noch kein Boden, der entstanden ist. So, wenn Sie jetzt die 8,18,21 brechen, was Sie jetzt tun,
hält sich die technische Situation jetzt auf im 1-Minuten-Chart. Und das habe ich tatsächlich wenig verpasst. Es sind 1, 2, 3 Tiefe entstanden. Über 7,93 ist das intakt. Fibo-Markt nach oben sind mögliche Ziele. Das 1, 2, 3 Tief ist durch den SPX nicht bestätigt. Im NDRQ ist es bestätigt, da ist kein tieferes Tief gekommen. Also die Tech-Aktien sind stärker. Relativ betrachtet. Und auch im US30, der ist hier auch sauberer gelaufen. Ist über 27.528 ebenfalls in 1, 2, 3 Tiefe entstanden. Matthias Weber fragt, wie schätzt du die mittelfristige Entwicklung des US-Dollars ein? Ich werde jetzt einfach mal Euro-Dollar mir anschauen. Also das Hauptwährungspaar gegenüber dem US-Dollar. Technisch ist es so, dass hier ein bisschen die Volatilität abgenommen hat im US-Dollar, im Euro-US-Dollar. Technisch ist hier Anfang September ein 1-2-3-Top entstanden, 1.19.01. Und wir haben jetzt eine korrektive Bewegung, die jetzt zuletzt aufgehalten wurde bei der 2.61.8er-Fibo-Extension bis 1.16.14. An der Stelle ging es nicht weiter runter. Ein Schlusskurs darunter könnte uns bringen zu einer vollen Impulsauffächerung von diesem 1-2-3-Top. So 1.14.37 und da sieht man, ist so eine rote Linie eingezeichnet. Und da geht es ein bisschen jetzt auch ich sage jetzt mal einfach du, um deine Frage, Matthias. Wie geht es eben mittelfristig weiter? Und da ist eben genau diese Frage, was ist diese rote Linie? Und mittelfristig ist es so, dass Euro-Dollar über die letzten 5 Jahre, beginnend mit 2008 bis 2015, also 7 Jahre eigentlich gebraucht hat, um so ein ganz großes 1, 2, 3 Top hier auszubilden. Im Monatskerzenchart sieht man es, glaube ich, noch ein bisschen besser. Also Abwärtsimpuls, Gegenbewegung. So. Und dann haben wir genau dieses Impulsende 1,2330 getestet im Februar, März 2018. Und hatten dann eine Weile Probleme hier, diese rote Linie, die 23,6er Fibo-Extension aus diesem Top zu überschreiten. Das ist dann gelungen im Juli. Und jetzt ist die Frage, dieser Rücklauf, wird der diese rote Linie, die lange ein Widerstand war, als Unterstützung bestätigen, wenn wir so tief gehen? Und da spielt dann eben der Stundenchart eine Rolle. Ein Rücklauf an diese Marke, das ist die 1.14.59 und dann eben an der Stelle möglichst ein 1, 2, 3 Tief, könnte uns dazu oder könnte dazu führen, dass wir die 1.2330 erreichen. Und dann eben im großen Bild würde sich eben an diese 1.2330 entscheiden, ob da es zu einer Verhaltensänderung kommt, dessen, was wir von Januar bis April gesehen haben. Da wurde einfach nur das Top bestätigt, was uns dann eben wieder fast zur Parität brachte zum US-Dollar. Es kann aber auch sein, dass da eben sowas passiert, wo wir quasi über die 1.2330 gehen, das von oben dann bestätigen als Unterstützung und dann quasi uns aufmachen nach oben für einen stärkeren Euro zum US-Dollar. Und der Punkt 2 ist das Hoch vom Dezember 2008. 1.47.18 könnte dann erreicht werden. Also das kann man durchaus ableiten unter Bedingungen, dass eben die 1.14.59 nach unten hält, die 1.2330 nach oben überschritten wird. Für den Moment aber kurzfristig im Stundenkerzenchart haben wir ein aktives 1-2-3-Top
Und man kann sich hier jetzt ein bisschen an diesen Marken orientieren, die man davon eben über Fibonacci-Extension davon ableiten kann. 1,1901 wäre da der wichtige Punkt 1 dieses Tops auf Stundenbasis. Germany 30 bestätigt für den Moment die 7,93 und damit die entstandene Bodenbildung. Da tut das Gleiche. Dennis fragt, gute Frage, wie bekommt man die CMC Markets Plattform umgestellt, dass es so schöne blaue Kerzen und grüne Fibos hat wie ich? Das ganz einfach, hier oben rechts gibt es so ein Einstellrad, Charteinstellungen, dann auf Farbe. Und dann gibt es hier bei Kerzen diese Farbe ansteigen. Da kann man da einfach draufklicken und kann dann da irgendwelche Farben wählen, macht dann das Ganze, klickt da einfach auf Fertig. Ja, das ist das. Da gibt es auch alle möglichen anderen Farben, die man da noch dann festsetzen kann. Und was jetzt die Fibo-Levels angeht, da kann man einfach auf das Instrument selbst klicken, dann dort auch wieder auf das Rädchen und kann da auch wieder erstmal alle möglichen Einstellungen treffen, dass es rechts erweitert wird, dass Labels angezeigt werden auf der Preisachse, dass es eine Ankerlinie gibt, das ist hier immer diese schräge Linie von Anfangs- bis Endpunkt, was man gemessen hat. Man kann hier die Dicke verändern, man kann die Farbgebung verändern. Man kann auch den Anker manuell bestimmen und kann hier eben auch die Werte eintragen, die man haben möchte. Ja, und wenn man da dann auf Standard klickt und dann hier Ihre Einstellung als Standard setzen und aktuelle Farbe auch speichern, angehakt hat und macht dann auf OK, dann kann eben, sind die dann grün oder pink oder sonst eine andere Farbe und das bleibt dann auch bei jedem Neueinzeichnen von dem Fibo-Level bestehen. Yay. Christopher schreibt, wieso wird fast nur nach 1, 2, 3 Tops geschaut? Ja, ich schaue auch nach 1, 2, 3 Tiefs, aber das ist die Analysemethode, die ich tatsächlich hier verwende. Und jetzt ein bisschen eben meine Erkenntnis über die Zeit an der Börse ist, man muss nicht alle möglichen Methoden verwenden und ausprobieren und manche machen auch so ein Methodenhopping, also heute mal das, dann morgen das und dann lesen sie Analyse über eine dritte Analysemethode, dann hüpft man so hin und her. Das verkompliziert vieles. Ich bin immer dafür, Dinge einfach zu halten. Es gibt viele Aspekte, die man mit irgendwie beachten kann, wie zum Beispiel die Commitment of Traders Daten derzeit, die eben bei den Nasdaq Futures Überhänge auf der Leerverkaufsseite gezeigt haben über den Verlauf des Septembers, was auch ein bisschen die Volatilität ein bisschen abschwächt derzeit von der Korrektur im Nasdaq, waren eben viele auf diesen zweiten Rutsch bereits vorbereitet. Das hat jetzt auch nicht unbedingt etwas mit 1, 2, 3 Mustern zu tun. Also muss schon ein bisschen auch seine
Augen und Ohren offen halten für das, was ansonsten so passiert, um eben sich möglichst einen Kontext herzustellen. Ob das jetzt mit 1, 2, 3 Mustern passieren muss, ist jedem selbst überlassen. Das ist eben die Methode, die mir gefällt, die mir taugt, wo ich damit klarkomme und die mir ermöglicht, eben einen Kontext da aus dem Markt rauszuziehen. Und das heißt aber nicht, dass das jetzt viel besser wäre als irgendwie was anderes, aber halt auch nicht unbedingt viel schlechter. Also wenn ihr nach Elliott-Wellen schaut zum Beispiel, was der Kollege Konstantin Oldenburger immer als Spezialthema hat, 15.15 Uhr jeden Tag auf diesem Kanal macht er seinen Livestream, dann schaut nach Elliott-Wellen oder schaut auf Ishimoku-Wolken oder schaut auf irgendeine andere Analysemethode. Wichtig ist einfach nur Zielsetzung, dass man einen Kontext hat, also was passiert, warum steigt der DAX jetzt so an und welche Bedeutung hat das Ganze? Was ist der Kontext dessen, was da passiert ist? Und wenn ihr das eben irgendeine Methode habt, die ihr eben dann regelmäßig macht, dann könnt ihr eben Charts lesen wie ein Buch. Und das ist ein bisschen auch das Ziel, weil da wird immer eine Geschichte erzählt. Im Germany 30 jetzt aktuell eben die Geschichte, kann der Rücklauf den Boden halten. Unter 7,93, 27 stellen sie diese Bodenbildung jetzt ein wenig in Frage aktuell. Stefan schreibt, die Commitment of Traders Daten sind leider nachlaufende Indikator. Ja, immer bis inklusive Mittwoch der vergangenen Woche veröffentlicht werden, die am Freitag um 21.30 Uhr. Das ist eine Regelung der CFTC, das ist die US-Terminbörsenaufsichtsbehörde. Das ist ein Ergebnis der Agrarspekulationshosse der Mitte der 2000er Jahre, wo man sich überlegt hat, treiben Spekulanten Nahrungsmittelpreise in die Höhe. Man konnte dann nach umfangreicher Ermittlung und Auswertung und Analyse der Preissteigerung bei Weizen und Mais und so weiter weder feststellen, dass sie es tun, noch konnte man feststellen, dass sie es nicht tun. Und das Ergebnis war kein Verbot von Agrarspekulationen, sondern Transparenzschaffung. Also man kann jetzt zeitverzögert in die Handelsbücher der amerikanischen Terminbörsen blicken. Und das gilt nicht nur für die Agrarmärkte, sondern eben für alle Futures, so eben auch für die Index-Futures, S&P, Dow Jones, Nasdaq-Future, und kann sich da dann eben zeitlich verzögert am Freitag 21.30 Uhr die Positionierung Mittwoch Börsenschluss sich anschauen, also eine Woche bis Mittwoch Börsenschluss von davor, und kann da eben, und das finde ich besonders nützlich, zeitlich verzögert. Ja, aber dennoch, was besonders interessant ist, sind eben Extremwerte. Also sind die besonders long auf der einen Seite, sind besonders short. Da muss man dann immer auch noch ein bisschen gucken, welche Gruppen. Da gibt es dann kommerzielle, nicht kommerzielle Spekulanten. Man hat das also noch kopiert und unterteilt, je nachdem, wie die eben an den Terminbörsen registriert sind. Und dann kann man sich da antizyklisch Aussagen und Kontext da rausarbeiten. Ralf Mandl fragt nach Adobe. Adobe ist auch wieder so ein Fall von möglicher bullischer Druckaufbau über 461,23. Wir haben hier einen Abwärtsimpuls, ein Schlusskurs unter 461,23 würde einen 1-2-3-Top aktivieren.
Der Umkehrschluss gilt allerdings natürlich auch, bullischer Druckaufbau ist auch möglich, solange das gehalten wird, was im Moment der Fall ist. Punkt 2, 501,76, 506,82 wären hier Widerstände nach oben. Nachhaltiges Überschreiten der 508,82 könnte dann zu einer vollen Impulsauffächerung nach oben führen in Richtung 423,6er, Extension 619,36. Die 461,23 zu unterschreiten, da könnte man dann eben diesen Abwärtsimpuls auch wieder abmessen, seiner Länge nach, und dann hätte man nach unten bei aktiviertem 1-2-3-Top eben Projektionsziele mögliche, die es dann eben geben könnte. Alright, also achte ein bisschen drauf, auf das Verhalten im SPX. An der 3349 im SPX ist nach wie vor kein Boden entstanden. Dafür müssen wir über die 3352. Es gibt ein bisschen abweichendes Setup beim US30 und NDAQ. Der hat wie der Germany 30 beide Indizes hier ein 1-2-3-Tief ausgebildet. Der Germany 30 hinterfragt auch dasselbige gerade, 12,793, da müsste er drüber, um hier die Perspektive ein bisschen aufzuhellen. Zwischenzeitlich haben wir hier die Validierungslinie, die ich festgestellt habe, wieder überschritten. Also so ein bisschen weder Fisch noch Fleisch, wobei der größte Index, eben der SPX, bisher einfach einen intakten Abwärtstrend immer noch hat. Ist aber an einer wichtigen Supportlinie und es gilt jetzt zu beobachten, ob die unterschritten werden kann oder ob das nicht der Fall ist oder ob sie gehalten werden kann oder ob das nicht der Fall ist. Je nachdem kann man da dann eben einen Kontext ableiten, dass hier ein 1-2-3-Tief zum Beispiel entsteht und so weiter. Ich wünsche euch einen erfolgreichen Handelstag an der Stelle. Ich klinke mich aus, bin dann morgen wieder um die gleiche Zeit für euch da und schaut auf die Marktanalysen-Seite. Da werden wir eben im Verlauf des Tages weitere Analysen veröffentlichen und werden eben auch mal auf die US-Wahlen und die anstehende TV-Debatte schauen zwischen Joe Biden und Donald Trump. Die wird heute Nacht sein. Also da bitte auf das Eventrisiko achten, auf mögliche Volatilität, je nachdem, was da dann vielleicht an Neuigkeiten kommen könnte. Das könnte über Nacht passieren. Die erste von drei Debatten wird heute Nacht sein. Genau, ziemlich exakt 5 Wochen sind es jetzt noch bis zur Wahl in den USA. In dem Sinne, habt einen schönen Tag, einen erfolgreichen Trading-Tag. Bis morgen. Servus.